Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Es ist gerade etwas chaotisch. Das gehört nicht zur Challenge heute, weil ich habe jetzt eben noch ein bisschen, ich konnte noch nicht filmen, aus mehreren Gründen. Deswegen habe ich noch ein bisschen koloriert meinen neuen Lieblingsstempel, meine Axolotl. Das ist für dieses Projekt. Dieses Projekt hat indirekt damit zu tun, weil man sieht hier schon, wie die Karte aussehen soll. Das wird aber auch noch mal ein anderes Video. Ein Craft-Update, Kooperations-, wie auch immer Video. Ich brauche erstmal meinen. Ihr seht, ich bin nicht wirklich vorbereitet. Also, ich habe zumindest schon viele Gedanken, habe ich mir gemacht. Es wird heute auch nur drei Punkte geben, die ich erledige. Und zwar mache ich eine Square, oh, da fehlt's eh, Square Circular Pop-Up-Karte. Ich benutze unter anderem die neuen Stempel vom Action. Also sehr wahrscheinlich hier nur die Textstempel, das weiß ich noch nicht, weil ihr werdet gleich sehen, warum. Und Karte mit einem Hobby von mir, was ihr vielleicht noch nicht kennt. So war ja die Vorgabe. Der ein oder andere, der mich etwas näher mittlerweile kennt, weiß vielleicht, was heute kommt. Der andere kann sich dann überraschen lassen. ich habe ein heißes Hobby. So viel mal vorweg. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Raum für kreatives Denken. Ja, und eine Square Circular Pop-Up-Karte sieht so aus. Also ich habe. Die ist halt, wie gesagt, noch nicht dekoriert. Ne? Die macht man so auf. Ups. Packt die einmal so rum. Und dann steht sie da. Das ist diese Square Circular Pop-Up-Karte. Und da kommen dann nämlich noch meine. Uah, jetzt habe ich schon was ins Bild geschmissen. Verdammte Axt. Da kommen dann noch meine Axolotl hin. Und so eine Karte möchte ich heute mit euch basteln im Rahmen meiner Challenge und im Rahmen eben von dem Hobby, das ihr jetzt, also die meisten noch nicht kennen. Ich habe drei Seiten, habe ich schon vorbereitet. Ich habe jetzt diesmal Papier genommen, weil mir das mit dem Karton, ups, weil mir das mit dem Karton doch ein bisschen zu dick geworden ist. Und weil dann hier auch die Ecken nicht so toll aufeinander kleben. Deswegen wollte ich das Ganze jetzt mit Papier ausprobieren. Das ist auch eine Ecke größer als das andere. Magnet habe ich mir auch schon mal auf eine Seite gebapschelt. Ja, und die vierte Seite ist noch nicht bearbeitet. Die machen wir zusammen, damit ihr wisst, wie die Karte funktioniert, weil wir müssen ja jetzt nicht alle vier zusammen machen. Es ist ja viermal das gleiche und es wird dann zusammengeklebt. Ja. Das kann noch weg. Das kommt hier hin. So. Ihr habt vier Stücke, also wie gesagt, ich habe jetzt dieses Papier vom Action genommen, dieses aus diesem Dreier-Set. Die Papiere sind 20 mal 20 und ich suche mein Falzbein. Okay, Sekunde. Ach nee, hier ist es. Ich habe vier oder fünf angefangene Projekte hier liegen und drehe zwischendrin eine Challenge. Das ist gar nicht so einfach. Also, ihr habt 20 mal 20 Papier. Oder Karton, wenn ihr euch das nicht stört, dass das dann so etwas dicker wird. Ich habe mir dann bei jeweils in der Mitte bei 10 cm eine Markierung gemacht. Und da falzen wir dann einmal runter. Also bei den Zehen. Und dann drehen wir es und auch nochmal bei 10. So. Dann sucht ihr euch eins von diesen aus. Ich habe ja hier wie immer meinen Strich. Leg mir das dann so an, dass ich oben in dem Strich bin, aber auch unten.
Weil wir brauchen eine Diagonale, falls von der einen Ecke. Ups. Ja, mit Papier ist Falten ein bisschen schwieriger. Bis zum Mittelpunkt. So. Sieht dann so aus. Also es ist wirklich nur die eine. Mehr nicht. Das war's mit dem Falten. Also viermal brauchen wir das insgesamt. So, und hier, also hier ist, wie gesagt, diese Diagonale. Und hier schneide ich jetzt ungefähr, also ich habe das jetzt nicht ausgemessen. Ich habe hier so einen Zentimeter auf, wie auch immer. Ich habe das frei Schnauze gemacht. Das wird nämlich eine Klebelasche. Und das andere Stück wird dann rausgeschnitten. Muss da gucken, dass er einigermaßen den Falzbobbel da wegkriegt. So, und weil es eine Klebelasche ist, schräge ich mir das noch leicht an. So, und so sieht es dann aus. Ihr habt hier die Schräge, hier die Klebelasche und hier die zwei Unversehrten. Das kann man noch für irgendwas anderes benutzen. Ja, und dann wird das Ganze im Prinzip nur noch gefalzt. Bei dem dünnen Papier hätte man es jetzt nicht mal unbedingt vorfalzen müssen. So, die, die und die. So, das hier muss allerdings nach innen. Das habe ich gerade falsch gemacht. Kann man schon mal ein bisschen verwirrt sein. So, also ihr klappt das nach innen, das zu und dann macht ihr einfach Kleber hier auf die Klebelasche. Wo habe ich den jetzt wieder hingestellt? Hier. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal raten, was ich mache. Noch als Hobby. So. So, und dann habt ihr das vierte Element. Und das wird dann hier noch draufgeklebt. Also ich habe ja jetzt hier schon den Magneten. Das heißt, ich klebe es jetzt auf diese Seite. Ich habe immer einmal, wo diese Klebelasche ist und eine Seite ohne und klebe das da jetzt einfach stumpf drauf. Ihr müsst hier nur darauf achten, dass ihr die Ecken gut einstreicht mit Kleber. Die reißen sonst wieder auf. So. Ja, wenn sie ein bisschen rausquaddelt, dann ist das so. So. Ach, wieder dasselbe Problem mit dem Justieren von hier oben. Und dann wird das da drauf geklebt. Und ich habe mir jetzt, wenn es wirklich bündig klebt, mache ich mir dann nochmal so ein paar Klemmerchen drumrum. Au, jetzt habe ich meinen Finger geklammert. So, und dann lasse ich das nämlich einen Moment liegen. Wo habe ich denn meine Stempelhilfe? So, in der Stempelhilfe ist schon mein einer Stempel eingespannt. Wishing you a very happy birthday. Das ist aus diesem Set. Das ist der hier. Ich brauchte es aber etwas anders. Deswegen habe ich mir, das ist der nächste Tipp, wishing you a very hot birthday.
Das habe ich mir. Wo ist denn der Kleine? Hier. Ich habe mir den einmal abgestempelt, habe mir das Happy ausgeschnitten und da, wo ich stempel, also ich lege mir es quasi hin, wo ich es hinhaben möchte, dann fummel ich den Stempel da drauf. So, weil dann stempelt nämlich da, stempelt er nicht ab, weil ich da ja mit dem, mit diesem Letter It Medium Pen von Ranger habe ich jetzt mal, ich habe jetzt gerade den gegriffen, der jetzt am obersten lag. Und habe hier einfach ein Hot noch hingeschrieben. Versucht einigermaßen in der gleichen Schriftart, also so ein bisschen zu imitieren. Man kann darüber streiten, ob es passt. Also das war jetzt erstmal nur der Probe, das Probe-Embossing. Dieses Embossing-Powder heißt Sunburst. Passt nämlich ganz gut für den Zweck. Ich werde es nämlich wahrscheinlich dann auf meine Hintergründe mit den Sprays machen. So, also das ist jetzt schon mal der nächste Hinweis. Und ja, wir, irgendwo hatte ich hier, das hatte ich nämlich versucht, ein bisschen zu pressen. Meine Hintergründe. Das ist nur die Frage, ob das dann was aussieht oder ob ich es doch lieber auf schwarz mache. Das weiß ich noch nicht. Eins, zwei, drei, da fehlt doch eine. Ach nee, Quatsch. Alles gut. Da gab es ja noch ein. Ja, ich bin verwirrt. Ich hatte ja schon so eine spezielle Idee im Kopf. Ja, dann, bis es trocken ist, mache ich mal kurz Pause. So, hier haben wir schon den zweiten Tipp. Das ist Vorder- und Rückseite. Und also ich habe den Magneten jetzt eigentlich nur festgeklebt, dass es hält. Ja. Und das wird dann noch verziert. Und zwar mit meinem Hobby. Ich habe jetzt hier noch kurz in der Zeit, wo ich gewartet habe, einfach noch mal ein bisschen was embossed. Weil ich noch überhaupt nicht weiß, was ich da drauf mache. Ja, und wer es bis jetzt noch nicht erraten hat, der kann es sich jetzt zeigen lassen. Ich habe mir nämlich die Sachen schon vorgeschnitten. Also unten wird es fast nur Flammen geben. Hier kommt dann, auf die eine Seite kommt dann ein Spuckbild von mir. Also ich spucke Feuer, ich spiele mit Feuer. Liebe Kinder, wenn ihr zugucken solltet, mit Feuer spielt man nicht. Es sei denn, man hat jahrelanges Training und Erfahrung, so wie ich. Also wir haben sehr viel trainiert. Ich habe hatte die ganze Zeit eine Feuergruppe, muss ich sagen, weil wir sind aktuell nur noch zu zweit und durch Corona ist halt, ja, war halt nicht viel, ne? Ja, und dementsprechend, wir sind jetzt noch zu zweit, aber wir machen das seit Jahren, wir trainieren auch viel und ja, nicht nachmachen, liebe Kinder. Ja, und sowas mache ich halt und das bin ich auch. Für die Leute, die sich immer mal fragen, wie ich aussehe, das ist schon ein paar Jahre her, das Foto, glaube ich. Ja. Ne? Das ist das, was ich noch mache. Und davon will ich jetzt die Karte machen. Also ich hatte mir das so vorgestellt, dass das hier quasi draufkommt. Und das eine Bild, wo ich Feuer spucke, geht dann hier noch hoch. Hier kommt dann jeweils so eins hin. Und immer auf diese rechte Seite kommt dann ein Bild, wo man auch wirklich was sieht. Ja, und das werde ich jetzt festkleben. Aber zum Festkleben muss ich euch ja jetzt nicht wirklich mitnehmen. Ich weiß auch noch nicht, was ich drauf dekoriere. Von daher. Für diese Karte habe ich leider weder Stempel noch passende Sprüche noch. Ja, ich werde gucken, was ich draus mache. Bis gleich. So. Ich habe mal was Schwarzes zum Unterlegen geholt. Ich habe mich jetzt gegen das hier entschieden. Weil mir das irgendwie zu viel Farbe war. Ich habe mich jetzt für schwarzen Glitzer entschieden. Also wir fangen hier an.
So, ich habe hier immer Glitzer, auf der Seite immer ein Bild. Und hier, weil es halt einfach, ja, ist halt ein etwas größeres Flämmchen. Deswegen habe ich es jetzt mal so übergreifend gemacht. Ja, und wenn man es zusammenklappt, das fügt sich dann quasi selbst in die Form. Genauso wie wenn man es aufklappt. Zack. Ich finde es mega. Also ich finde es richtig schön eigentlich. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wie ich die ganze Sache dekoriere, weil ja. Theoretisch könnte man auch als Muttertagskarte machen, weil ja, meine Mutter wird sich da mit Sicherheit drüber freuen. Die hat immer sehr gerne zugeguckt. Die ist da immer etwas fasziniert. Ja, ich dekoriere jetzt noch ein bisschen vor mich hin, mache mir hier auch noch eine Banderole. Ja, mein Reststück ist leider etwas klein, aber ich klebe ja hier noch was drüber, von daher passt das schon. Ich würde sagen, wir sehen uns mit der fertigen Karte gleich. So, da haben wir es. Da haben wir den Salat. Deko ist ein bisschen schmal ausgefallen, nenne ich es jetzt mal. Weil, ja, ich denke, da ist genug los in der Karte. So sieht sie jetzt aus. Das ist eine Banderole. Das ist meine Vorderseite. Und wenn man die jetzt aufklappt, stopp, hier geht's los. Wishing you a very hot birthday. Dann habe ich hier nichts gemacht. Hier steht nochmal Congratulations. Ich habe hier so Ton in Ton mit so ein paar Steinchen gearbeitet, weil ich das eigentlich ganz süß fand. Ja. Und auch hier nochmal der Hinweis, falls ihr später reingeschaltet habt oder, ne? Es ist Feuer und bitte nicht nachmachen. Zumindest nicht, wenn ihr das nicht jetzt schon jahrelang trainiert habt. Ja, ihr Lieben. Das ist meine Square Circular Pop-Up Card. Und ja, ich hoffe, dass sie euch gefällt. Ach, ich lasse aufgeklappt. Ich hoffe, dass sie euch gefällt. Ich bin gespannt, was ihr zu meinem weiteren Hobby sagt. Ich habe es jetzt hier nochmal die drei Punkte, die ich gemacht habe, die muss ich hier noch abstreichen. Karte mit Hobby und Square Circular Pop-Up Card. Also ein paar Sachen sind noch da, aber so Sachen wie, also Kartenarten brauche ich noch keine, aber so Vorgaben mit Farben oder Sachen, die ich dazu benutzen soll, wäre nicht verkehrt, weil da bin ich jetzt langsam, ne? Ist mir langsam hier, geht mir die Vorgaben aus. So, ich habe schon wieder keine Ahnung, was es für ein Datum ist, der Mittwoch. Ach ja, schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht mir gerne noch ein paar Vorschläge unter dieses Video und ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Und wie ihr reagiert. Und ich habe. Ach so, für nächstes Mal. Ja. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Irgendjemand hatte ja geschrieben, wie der Stempel, weil das heute war ja jetzt nur Text. Deswegen würde ich für nächstes Mal gerne die Magnolien benutzen. Ja, ne? Ich liebe Magnolien. Also noch mehr liebe ich Orchideen. Aber Magnolien finde ich auch mega schön und auch, ja. Die würde ich dann für das nächste Mal gerne benutzen. Ich bin gespannt, was ich nächstes Mal überhaupt tue. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Fühlt euch geherzt. Ciao.